System fährt hoch. Ladevorgang läuft. Dateien werden geladen. Und dann geht's hier gleich ins nächste Match. Ich nehme diesmal eine andere Karte. Mit den Maps. Wir sind ja gerade dabei. Oh. Probiere ich mit Prof das in den nächsten Tagen noch. Ich habe Armee auf zufällig stehen. Ich müsste nochmal ändern, bitte. Wieso ist denn Ricky jetzt zusätzlich mit drin? Er hat Bock dazu. Weil ich beobachte. Ah, ja. Ich habe mich gerade schon gewundert. Also ich spiele nicht mit, keine jetzt Sorge. Jetzt müsstest du können. Keine Sorge. Jetzt müsstest du ändern können wieder. Oh, Dankeschön. Ein Teammatch, nice bei Stunde 0. Ja, Base wird es bei uns auch noch geben. Es kann sein, dass wir nachher noch ein FFA-Match machen. Sehr wahrscheinlich noch. 5 Minuten Cooldown und auch nur 3 Nachschublager, oder? Nee, ist das jetzt ein Ligaspiel? Ja. Nee, bei dem Ligaspiel bitte volles Potenzial. Nur wenn wir ein Testspiel machen. Das heißt, alles klar. Ne? Alles gut. Also trotzdem aber 5 Minuten und nicht die 10 Minuten. Ja, so wie ihr wollt. Gut, 5 Minuten, aber keine Begrenzung mit Lagern. Richtig, genau. Gut. Alles klar, ich drücke auf Start. Ich wünsche euch beiden viel, viel Spaß. Ich bleibe noch ein paar Sekunden drin. Wunderbar. Die beiden wollen es mal wissen. Let's go. Die beiden wollen es wirklich wissen, Kata. Ja, wieso? 5 Minuten. Ja, da sind einige. Ich hab das ja im Moment so, wie gesagt, ich lasse hier da frei entscheiden für die Liga, um mal zu gucken, weil dann kannst du auch schon so sehen, wenn nachher welche sind, die spielen ohne Cooldown, wenn das überwiegt, je nachdem, dann kann man sich da so ein bisschen mehr anpassen, ne? Mhm. Und es sind ja immer mehr, die sich bei uns in der Liga anmelden, das ist unfassbar. Es freut mich extremst. Ja, das freut mich auch total, dass überhaupt Echtzeitstrategie jetzt hier auch mal live ein bisschen größer rauskommt, denn ich muss sagen, schaut man sich mal die Live-Contents an von Streamern, ist sehr wenig Event, also Events, sehr wenig Events gelistet von Echtzeitstrategie-Spielen. Eigentlich fast gar nicht, auch keine wirklich E-Sports-Liga. Ja, total. Wo kann man sich anmelden für die Liga? Bei uns über die Website und dann im Discord. Einfach auf mein Profil gehen, da ist alles abgelegt. Der Don Bilbo hier in grün, der spielt die IBG mit dem TNT-General. Es geht also gleich höchst explosiv zur Sache. Den haben wir unten rechts in der Ecke. Sammelt hier schon ein bisschen was. Kaserne ist schon da und da kommt die Waffenfabrik. Und oben links haben wir den Mentaron. Der spielt WA mit dem Superwaffengeneral. Könnte also sehr, sehr wild werden in Kombination mit vielen, vielen Partikelkanonen. Sind wir gespannt. Flugfeld steht schon. Gesammelt wird natürlich auch schon fleißig. Dann gucken wir mal. 5 Minuten Cooldown ist nichts. Also es geht hier gleich los mit der Action. Und der Don Bilbo ist schon in der Mitte zugange. Baut eine Stingerstellung. Gerade die Stingerstellung schon sehr gemein. Sichert sich somit die Ölraffinerie. Und die Abwurfzone. Hau der Don einfach mal raus. So. Zauberfee, einen wunderschönen guten Abend, grüß dich. Kein Druck auf Don, aber ich zähle auf dich, alleine schon wie die Namen. Don Atze, guten Abend. Hi Zauberfee, schön dich zu sehen, ich hoffe dir geht's gut. Ja, heute Ricky und ich in der Kombo. Ja, die Legendenschmiede, ne, unterwegs hier. Oh yes. Die Eisen, die glühen. Aber sowas von. Oh, oh, oh. Sag mal, als ich dir heute Morgen eine Sprachnachricht heute Mittag geschickt habe, ne, hast du. Ich habe die mal selber aber abgehört. Und weil du gesagt hast, klingt so frisch, habe ich erst gemerkt, dass da die ganzen Vögelgeräusche im Hintergrund waren. Oh ja. Das war völlig entspannt.
Ich hab mich aufs Sofa gehauen und hab deiner Stimme gelauscht. Oh oh, meine Frau hat sich gerade gemeldet. Katha, warum? Oh 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 oh. Oh nein, die Wächter? Oh nee. Was denn dann? Katha, warum hast du die Küche nicht aufgeräumt? Oh oh. Eieieiei. Da bin ich jetzt lieber ganz klein mit Hut. Nicht, dass Trudi hier auch noch im Lurk ist. Und dabei in die Küche gucken geht. Gibt's gleich Ärger, ey? Ärger gibt's gleich hier auf Schlachtfeld. 1,5 Minuten Cooldown noch. Ah, moin, Perno-Twitch, schön dich zu sehen. Ja, RIP, das gibt echt Beef von meiner Frau. Ich hatte echt nicht die Zeit mehr. Ich hatte überlegt, aber da habe ich gesehen, oh nein, ich habe so viel heute Nachmittag nicht geschafft, weil ich mich so lange da mit beschäftigt habe, die Handykarte von meinem Sohn zu aktivieren. Glaub mir, das war ein Theater, ey. Ist mittlerweile eine Herausforderung, so eine Handykartenaktivierung, ne? Ja, vor allen Dingen, nein, du musst dich ja auch noch mit so einer, es gibt ja mittlerweile so eine Authentifizierungs-App, wo man sich registrieren kann, also sprich, wo man, sich verifiziert, also Identifikationsverfahren. Mhm. Und dann ruft man da jemanden an und dann ist da jemand, sitzt sowas sehr ziemlich östlich, europäisch östlich, kaum deutsch und versucht mir dann zu erklären, was ich da machen soll. Sogar mit Kamera ident oder was? Ja, ja. Oh. Wow. Das war richtig krass. Das ist ja heftig geworden. Voll Future so. Oh mein, Solovera, schön dich zu sehen. Oh oh, mit Blumen braucht er nicht zu kommen, nur mit Gold. In 12 Minuten hätte ich sie sauber, hat's einfach keine Zeit. Guck mal. Esmeralda, er hat mich im Discord mit einem Prof gesehen. Und ja, da war die Versuchung ein bisschen größer als in der Küche jetzt abzuwaschen. Ja, Tut mir leid. Ich bin schuld. Oh Mann, ich krieg gerade richtig Beef von meiner Frau. Ich bin schuld. Aber wie sieht's aus? Also, hier sehen wir schon ein paar Humbis. Ich muss jetzt jedes Mal lachen, deswegen. Und sehr gut, der Radarwagen. Sollte man nutzen. Von der Map-Kontrolle her sehe ich Don Bilbo gerade im Vorteil. Ja, die war durch die Mitte, ne? Er hat wirklich die Mitte, er hat rechts davon 2 Ölfördertürme gleich. Dann hat er unten noch 2 Stück. Also er hat Geheimlager, hat er auch en masse. Also da wird gleich richtig schön die Kasse klingeln. Und das wird sich im Late Game bemerkbar machen. Auch wenn er gerade vielleicht ein bisschen weniger hat. Aber ich glaube, es ist nicht von Dauer. Nee. Aber noch ist Mentaron, er hat gerade nur 3. Komm, Blechbubi, tanz mal. 3 Nachschublager. Und 4 Ölfördertürme, okay. Die Ranger rennen gerade nach unten. Mal schauen, wird sehr, sehr spannend. Cooldown müsste um sein, oder? Ja, Cooldown ist um, sie dürfen angreifen. Maddy, grüß dich. Rechts oben, hier haben wir schon Stingerstellung. Und die Stingerstellung, und gerade noch im Combo mit hier so einem Übergang im Tunnelsystem, die geben wir auch ein bisschen Feuerkraft. Und mit den Rockets unwahrscheinlich stark. Oh, da kommt was in der Mitte. Da kommt Nachschub. Oh für ja. Don Bilbo. Da. Der erste Nachschub. Zack. Und was haben wir? Die schönen Bikes. Oder ich mach von vorne an. Ja, die kennen wir alle, die schon über den Hügel pesen. Oh, wunderbar. Oh, morgen habe ich Küchendienst, hat meine Frau so entschieden. Das wird hart. Das wird richtig hart. Machst du morgen 3 Pizzen, 10 Torten, hast du alles abwaschen danach. Nee, ich hab ja mein Opti-Grill. Komm, Blechbubi, tanz mal. Herrlich. Geil, geil. So, ich bin mal gespannt, mit Einheiten sieht's noch mau aus. Ja, so ziemlich, aber der erste Angriff hier mit den Aurora-Bombern. Bin schon da. Bin gerade hinterher.
Achtung! Und zack, auf die Kommandozentrale. Oh, wow, der hat gesessen. Eieieiei. Die haben echt gesessen, aber er muss einige einbüßen. Drei Stück. Einer hat, ist noch geblieben, ein Bomber. Nee, gar kein Bomber mehr. Boah, auf dem Rückweg hätte er schön ausweichen müssen. Eieiei, das war übel. Das war sehr, sehr großer Verlust. Und was kommt? Skorpione und Rocket Buggies machen sich auf den Weg, inklusive der Bob-Mob. Schaut euch das an, der Bob-Mob ist unterwegs. Er hat die Kommandozentrale für 2000 rausgenommen, hat aber 10.000 Verlust gemacht. Oh ja, jetzt hat er sie komplett rausgenommen. Da kam noch was nachgeflogen, ist komplett raus. Na gut, die kann er ruckzuck wieder nachbauen. Ja, ja. Gerade, wir haben es ja gesehen mit den Stribi, als du da ja mitgespielt hast, dass er sich immer wieder neu aufgebaut hat, ne? Oh ja, die Arbeiter, die sind so klein, die verstecken sich irgendwo, zack, Kommandozentrale hoch. Ich brauche Schuhe. Ich hab Spielen an den Händen. Und da, Angriff! Ja, Humbis! Von den Humbis. Aber ich glaube, morgen hast du auch Spielen nach deiner Küchensession. Ja, guck mal, meine Frau sagt schon, ich soll das nicht so locker nehmen. Und jetzt... Oh, die Mitte. Jetzt setzt er ihn ordentlich unter Druck. Aber die Skorpione sind rechtzeitig da. Er geht direkt in die Bude rein. Ja. Oh, oh. Die snackt da raus. Einer raus, zwei raus, drei raus. Hütte ist leer. Gucken, was er für Schaden macht. Sehr, wieder, sehr bitter. Da kommt wieder ein Bomber, Flee. Da kommt wieder ein Bomber. Jo, rauf da. Jetzt geht er auf. Boom. Sehr gut. Ah, sau effektiv, die Dinger, ne? Die sind wirklich mega. Kleine Benzinbomber. Oh, Leute, ich zeig euch mal eben was. Meine Frau hat eine Ansage gemacht. Also, sorry, ich... ich glaube, morgen darf ich nicht streamen. Oh. Das sieht sehr sauer aus, die Nachricht. Hm. Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Ich kann jetzt noch nicht einschätzen, wie ernst es wirklich um dich jetzt steht, aber schon sehr kritisch, oder? Ja, die ersten schreiben schon Rip Cutter. Ich denke auch. Also, Moment, wirklich, wie Rigi eben schon sagte, ist jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt. Okay, hier sind wir ein paar Tomahawks. Ah, da haben wir noch einen Avenger. Ja, der hat einen Bilbo, der hat unten bei seiner Hauptbasis, hat er schon 5 Raketen. Nee, gemacht. Drop! Oh, oh, Cyborg-Drop! In der Base hier vom Mentoron. Und angreifen, angreifen, nutzen, nutzen, nutzen. Oh, hat er direkt entdeckt. Das ist sehr bitter. Der Don könnte unten mit den Raketenbuggies hochfahren. Guck mal, 5 Stück geupgradet. Und da kann er ordentlich Bambule machen. Wenn er da ein bisschen Micromanagement an den Tag legt, kann der richtig schön Action bei Mentaron machen. Weil Mentaron, der denkt sich jetzt, ich mach Druck, ich greife an. Da kommen nämlich wieder die Alpha-Auroras. Oh, oh. Und wieder Boom. Warte, Moment. Und? Puff. Weg. Eieiei. Du darfst mit deinen mit deinen Freunden erst PC spielen, wenn alles fertig ist. Und nur dann. Und nicht erst PC spielen und alles liegen lassen. Was? Wer hätte auch gedacht, dass ihr so ein Schlachtbild hinterlässt? Ricky, ab morgen bist du alleine. Guck mal. Lies dir das mal durch. Das mache ich aber nicht mit. Dann mache ich aus. Zack, weg. Hör ich auf. So, nächste Kommandozentrale hinüber. Oh Mist, Trudy ist noch da. Oh oh. Oh oh. Oh oh, jetzt gibt's Frauenpower. Trudy ist auch noch da. Pass mal auf, die Frauen verstehen sich ja immer, ne? Ja, ja, ja. Auch ganz gefährliche Mischung. Ja, ich muss das Lachen jetzt echt... Hochexplosiv. Wie Nitro und Glycerin. Und hier wieder Angriff. Oh. Jetzt will ich aber was sehen von Don Bilbo. Komm, mach mal Druck jetzt. Jetzt unterwegs mit den Tomahawks. Die muss er rausnehmen, die muss er rausnehmen. Und jetzt kommen die Rocket Buggies. Muss aufsplitten. Zu spät. Kampf um die Mitte. Oh, ihr verliert da richtig viel, der Don Bilbo. Weil die Tomahawk-Raketen, die treffen die Fahrzeuge meistens. Egal wie du in Bewegung bist, wie du ausweichst, ist ganz, ganz schwer, denen auszuweichen. Die
mache richtig Damage. Und da kommt noch mit Raketentrufern. Was? Das Bob-Geschwader ist auch auf dem Weg. Den dreimal beförderten Gatling-Tank will er jetzt rausnehmen. Das Vierling-Geschütz. Ja, sehr gut, sehr gut. Tomahawks sind erstmal alle raus. Sind sauber. Raus. Die sind raus. Das ist schon schwierig. Weil die IBG, die hat keine richtige Luftanhalten. Kein Flugfeld. Könnte den Antragsbomber mit Generals Level 5 freischalten, aber da muss er erstmal hinkommen. Na, dazu muss man einiges zerstören, um überhaupt die Upgrade-Punkte zu bekommen, die Erfahrung. Ja, ihr habt's gehört, also meine Frau hat gerade eben ordentlich was gesagt. Das wird schwierig. Die wird mich auseinandernehmen heute, wenn ich ins Bett komme. Thomas Trudi schreibt, bitte denk dran, dass Männer nur 12 Jahre alt werden und danach nur noch wachsen. Du hast eigentlich 3 Kinder zu Hause. No! Ist die frech. Ja, ich bin jetzt gerade schon beleidigt. Das ist so echt. Und jetzt hier mit den Humvees. Wo sind die Mods, wenn man sie braucht? 10 ja, Minuten cooldown richtig. Mindestens. Ich werd echt auseinandergenommen gerade, ey Leute, ihr macht mich fertig. Guck mal, die Humvees sind unterwegs hier auf die Viererstellung. Ah, der ist rot. Der kommt dann nicht mehr weg. Dreimal befördert. Schade. Eieieiei. Ah, konnte das abwehren? Oh, guck mal, wo Mentaron die Partikelkanone gebaut hat. Links in der Mitte. Richtig am Rand. Damit der Don die nicht findet. Oha, hier. Da haben wir sie. Da ist sie. Super clever. Und da kommen die Warzenschweine. Yo, bin direkt dran. Da schauen wir mal hin, wo die hinfliegen. Sieht aus, dass genau da unten auf. Und? Anvisieren? Ja. Ah, ziemlich schade, oh ja. Dafür zu investieren. Du! Warum denn nur damit? Ich wäre ja gar nicht damit hingeflogen. Ich meine, die Warzenschweine haben eine so hohe Durchschlagskraft. Nutzen wir doch eher für größere Ziele, oder? Hätte er für eine Armee nehmen können, ja. Für die Armee, die Don gerade losschickt. Definitiv. Ja, wir gucken mal. Don schickt hier was los. Die Vierlingsgeschütze. Vielleicht wollte er aber auch das Tunnelsystem weghaben, weil er gedacht hat, da holt Don seine Armee raus und ist ruckzuck unten bei seiner Partikelkanone in der Nähe. Aber jetzt muss er noch eine ganze Weile bis rüberfahren. Ah, das ist schon eine Menge. Das ist eine Distanz, also die muss man echt anschieben. Mentaron geht jetzt auf Comanches und auf Humphys und hat aber seinen Flughafen auch schon wieder voll mit 4 Alpha Auroras. Also die sind sein Joker. Das sind echt viele. Unten ist er jetzt fast drüben. Er weiß schon, dass da eine Partikelkanone ist. So ist es nicht. Sonst wäre er da nicht jetzt auf dem Weg hin. Und hier unten. Ah, da ist noch ein Rocket. Ranger. Beide haben noch ordentlich Kohle, das ist gut. Don Bilbo 7000, Mentaron 10.000, 11.000 sogar. Ich will jetzt mal wissen, wie er mit der... Jetzt kommen die nämlich. Jetzt wollen sie die Partikelkanone rausnehmen. Jetzt müssten die Alpha Auroras losfliegen. Aber er fliegt in seinen Stützpunkt rein. Er greift Don Bilbo... Don Bilbos Kommandozentrale macht er wieder weg. Da ist er gerade gewesen. Geht der wieder erledigt. Und jetzt hier links der Angriff. Ich hätte die Armee rausgenommen. Er hat noch ein Alpha Aurora oben auf seinem Flugfeld stehen. Den kann er eigentlich jetzt nehmen. Oh, die Partikelkanone. Die wird er rausnehmen. Merkt ihr, wie ruhig ich die ganze Zeit bin, seit meine Frau da war? Oder ist? Sehr unangenehm, ja. Sehr unangenehm. Ich hab gerade richtig Respekt. Und hier, Don Bilbo nimmt hier den Mentaron hier unten links raus. Aber noch sehe ich hier noch nicht so schnell ein Ende.
Und Don kommt jetzt mit Scorpion-Panzer und hat dann eine richtig schöne Armee hochgezogen bei sich im Stützpunkt. Ja. Mentaron nimmt jetzt die Mitte ein. Kommt sogar mit Pfadfindern, mit Snipern. Aber die sind gutes Beiwerk. Einsetzen. Die sind sehr, sehr gut gegen Stinger-Stellung. Die schießen nämlich die Stinger-Soldaten raus. Dann kann die Stellung nicht mehr schießen. Ja. Haben wir auch im letzten Match, ich glaube beim letzten Live auch gesehen, dass es Spieler gab, die nämlich eingesetzt haben und halt die Stinger-Stellung auf permanenten Angriff hatten. Problem ist natürlich, wenn man sehr viele Stinger-Stellungen da hat, dann spawnen die zu schnell nach. Ja, meine Lieben, ihr habt schon richtig gesagt, ich glaube, ich kriege heute noch Probleme, ja. Und jetzt hier links der Angriff. Und rechts, das sieht nach einem Flügelangriff aus gleich. Und dann Bilbo. Nimmt dann die Öraffinerien raus, sehr, sehr clever. Jetzt spitzt sich das Ganze hier zu, ich glaube, die haben Bock. Ja, in der Mitte wird sich treffen. Beziehungsweise aktuell Don Bilbo in der Mitte am stärksten und das sind schon wieder die Bomber unterwegs. Ich verstehe nicht, warum Don immer nur eine Kommandozentrale baut. Habt ihr das gesehen? Ach, du Schande. Instant raus und das sind halt die Aurora-Bomber. Das war verheerend, genauso muss das aussehen. Ja, das hat sich gelohnt. Weil der Don, der könnte eigentlich 3-4 Kommandozentralen bauen. Ich weiß auch gar nicht, warum er nur eingebaut, ne? Dann hat er seine Spezialfähigkeiten, richtig. Geld hat er? Kohle ist da, ja. Gute Nacht, meine liebe Frau. Schlaf gut. Ich liebe dich trotzdem. Gute Nacht. Oh, boom, hat schon wieder mein Aurora-Bomber zugeschlagen. Jetzt ist er auf den Geschmack gekommen. Ja. Das wird jetzt super schwierig, daran zu kommen. Und guck dir das mal an. Mentoron macht sich jetzt unten mit seiner Armada auf den Weg. Mhm. Oh, 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 oh. Also es war bisher sehr ausgeglichen, aber jetzt sieht es nicht mehr gut aus für Don Bilbo. Jetzt kommt dann mit Spectre. Schießt noch ins Leere. Ja, mit der Spec noch unterwegs. Finde ich so beeindruckend, die Spec, die fliegt. Super gefährlich. Jetzt kann er unten den Schutzpunkt rausnehmen. Vierlingsgeschütze und Skorpionpanzer. Kommt zur Verstärkung. Ja. Gleich Backup. Aber er hat hier auch noch Backup. Wehrt die Humphys nochmal ab. Aber da kommen wieder die Alpha Auroras. Oh, 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 oh. Die fliegen. Oh, oh, die fliegen permanent. Das macht er gut, ne? Das macht er echt gut. Macht er richtig gut. Und zack, wieder Kommandozentrale weg. Keine Chance. Boah. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist wirklich richtig gut, was er hier macht. Setzt den Ultra unter Druck. Also ich finde das Match relativ ausgeglichen. Ist ein sehr gutes Match. Absolut. Top-Match. Und das ist, meine lieben Leute, genau das, was so ein Cooldown bewirkt. Der kann bei Spielen sehr oft ein sehr spannendes Spiel rausholen. FFA fällt heute nicht aus. Wieso? Also... Falls wir von der Zeit nicht hinkommen. Wir gucken uns das an. Und hi, Lissy. Warte, hier sehen wir die Skorpione auf dem Weg mit dem Vierlingsgeschütz nach oben. Direkt zu der nächsten Base vom Mentoron. Mal schauen, ob er jetzt gleich seine Auroras wieder hinschickt. Ja, die fliegen schon wieder, haben aber ein anderes Ziel. Ja, die sind hier wieder unterwegs. Ein paar mehr Stinger-Stellungen sind schon da. Also schnell können die nicht hinterher schießen und boom. Jetzt nimmt er den Palast raus. Oi, oi, oi. Nee, bleibt noch stehen. Nee, bleibt stehen. Sehr, sehr gut, weil der Palast ist nämlich das der Zugang für den Don zu seinen Buggies, Raketenbuggies. Und die braucht er. Brauche definitiv, damit müsst ihr mehr spielen. Zwei kleine Gruppen aufsplitten, eine oben, eine unten. Und dann Druck machen.
Richtig, und die Buggies haben ja eine geile Sache an sich. Sie sind erstens schnell, haben eine hohe Distanz. Und was haben wir noch drittens? Sie können aus der Bewegung her schießen. Mhm. Und das ist, wenn man das beherrscht, Tap and Go, dann hat man, kann man strategisch krass schnell unterwegs sein. Das sind die Rammelkisten in diesem Game hier. Oh, Trudy. Das muss ich einfach mal einblenden. Ja, ich mag sie auch. Ich finde sie auch total sympathisch. Dank dir. Und wenn der Palast wegfliegt, dann braucht nämlich Don Bilbo extremst viel Zeit, einen neuen zu bauen. Ja. Er könnte 2, 3, 4 Paläste bauen. Macht er nicht. Warum? Werden wir nach dem Match mal fragen. Jetzt baut er 2,0 Zentralen. Er hat mich erhört. Sehr schön. Ja, und links nährt sich Mentaron hier schon wieder mit den ganzen Humvees. Oh, er braucht... Oh, der muss die abwehren. Eine Armee muss er runterziehen in seinen Stützpunkt. Sonst wird das ganz, ganz schwierig. So, wir gehen mal in die Mitte. Schauen uns das Ganze mal hier an. Wir sehen hier ordentlich, Don Bilbo fährt hier richtig auf. Und mit 4 Truppen. Jetzt greift er oben rechts an. Don geht rein. Hat Bock. Und wird Erfolg haben, da der Strom fehlt und die Patriots außer Gefecht sind. Die Armee macht richtig Bambule. Müsst ihr vielleicht noch ein bisschen splitten? Die Comanches jetzt angreifen mit den Feelingsgeschützen. Man hat nur noch 2. Die Comanches müssen raus. Man muss es den Feelingsgeschützen sagen, geh auf die Comanches. Nee. Leider nicht. Jetzt nehmen die ganze Armee raus. Oh wei, das sieht nicht gut aus. Aber die Comanches sind noch da. Und gerade wenn, das wäre der Moment, wo sie hinterher fliegen können, in der Rückwärtsbewegung, wehren sich die nämlich nicht großartig. Heißt, man hat eine große Wahrscheinlichkeit, die Einheiten rauszunehmen. Aber da kommen jetzt die Feelingsgeschütze als Verstärkung. Er hat nur gewartet. Und links nochmal die Verstärkung von Mentaron mit den Humvees und mit den Avengers. Die braucht er jetzt auch. Unten rechts ist die Humvee-Armee von Mentaron. Die steht da einfach, wartet noch. Macht nur eine Mittagspause. Boom! Oh, da waren die Aurora-Bomber wieder dabei. Feelingsgeschütze raus. Armee rausgenommen. Ja, und die Comanches bleiben fast am Himmel. Das ist richtig bitter. Aber ein Feelingsgeschütz noch da. Ein Sniper kommt da noch an. Das tat weh. Und Achtung, wieder Drop auf die Partikelkanone. Hier vom Mentaron. Nee, er will die sogar einnehmen. Er will die sie. Eieieiei. Aber der Bulldozer ist sogar fertig. Da war nicht den richtigen. Und er verkauft die. Sehr gut reagiert. Mega. Aber nicht den richtigen. Oh, boom. Richtig angesetzt. Rechtzeitiger Moment. Zack. Und eingenommen, verkauft. Geld eingesackt. Abgewehrt. Gut gemacht. Jetzt muss er mit seinen Humfis in die Hauptbase. Macht er jetzt. Mentaron fährt unten rechts rein bei Don Bilbo. Den Humfi-Angriff muss er abwehren. Das wäre ganz, ganz essentiell hier. Oh, oh. Und sie sind da. Ich weiß nicht, ob er es noch nicht gesehen hat, aber er greift weiterhin oben an. Ja, greift weiter unten an, aber links. Links greift aber auch an. Vielleicht denkt er sich, ich gehe all in. Versuche jetzt die Flugfelder rauszunehmen. Aber ich glaube, dafür ist die Armee zu klein. Oh, er ist durch. Jetzt kommt er hier mit einer Masse an Feelingsgeschützen und damit macht er ordentlich Damage. Hauptbasis von Mentaron ist rausgenommen von den Humfis. Die haben sich ausgetobt. Und die Feelingsgeschütze nehmen die Aurora-Bomber raus an den Flughafen. Mentaron noch 12.000 Ocken. Don 20.000. Sie können Einheiten bauen. Ah, rechtzeitig weggezogen. Feelingsgeschütze haben überlebt. Oh,
Oh! Oh. Die hat gesessen. Aber sowas von. Gut getimed. Das war richtig gut getimed. Gut gemacht. Und jetzt kriegt hier Don Bilbo mächtig Probleme. Und jetzt greifen die Humphys unten rechts an. Jetzt muss er seine Armee holen. Macht er. Sehr schön. Danke dir, Benny B. Cool. Freut mich, dass dir der Stream gefällt. Starkes Spiel von den beiden. Sehr unterhaltsam. Wirklich sehr, sehr gut. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Oh, oh, er kriegt's noch hin. Er kriegt's das vielleicht noch hin. Das ist richtig close. Ah. Die, oh, das sind wieder die, die Rocket Buggies. Und das ist es. Die hätte er von vornherein bauen müssen. Er fährt in der Mehrzahl. War zu nah. Komm, die zwei Humphys kriegt doch noch raus. Go, 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 go. Ja, da kommt noch ein Skorpion raus. Kann er schaffen. Da kommt auch die Verstärkung von links. Drei Feelings, ein Skorpion. Kisten einsammeln. Schön die Kisten einsammeln, die Geschütze an seinen Fahrzeugen verbessern. Jawohl, sammel den Schrott ein. Sehr gut, sehr gut. Gut reagiert, Micromanagement. Der rechte Vierling ist nämlich komplett ausgerüstet. Der braucht keine Kisten mehr. Und so sieht's aus, wenn die Einheiten voll befördert sind. Alles ist hier bildlich farblich hinterlegt, nicht schwarz-weiß. Und die machen richtig übelst Damage. Vor allen Dingen voll befördert auch noch durch. Das ist eine reine Katastrophe hier. Und wieder ein kleiner Angriff gewesen von seinen Rebellen, die er porten kann. Bei der Partikelkanone wurde allerdings abgewehrt. Hat er wieder eine gebaut? Oh ja. Da hat er jetzt nämlich vier Sniper drumherum positioniert. Das kriegt er nicht mehr eingenommen. Puh, schwierig. Er müsste mehrere kleine Armeen bauen, 4-5 aufsplitten und dann rein zu Mentaron. Ja, jeweils von unten. Hätte er. Von unten schwierig, er kommt den Berg nicht hoch, heißt. Ah. Hier hat er vorne auch schon Patriot stehen. Ah, schwierig. Oben ist er schwach. Da hätte er Möglichkeiten. Er würde. Er hat aber TNT-General, das könnte er mehr nutzen. Er könnte nämlich diese Bikes machen, die Hochexplosiven. Die können nämlich Berge hochfahren. Stimmt. Und damit hätte er die hier umfahren können, direkt hinten ins Lager rein. Ja, guck mal, was er gerade macht. Strategiecenter raus. Da bin ich gerade. Und er fährt tatsächlich. Zack, die Berge hoch. Mit TNT. Zwei sind ein bisschen wenig. Braucht mehr, er braucht mehr. Und er bleibt stehen. Was machst du? Angezogen. Fahr los. Bisschen leer. Nochmal tanken oder was? Komm, und jetzt. Lauf aufs Kraftwerk. Warum aufs Kraftwerk? Ist zu wenig, Zweie. Eieieiei. Rein. Boom! Triple Kill, sehr gut. Ja, und davon braucht er mehr. Und die muss er aufteilen. Dann rauf auf die Flughäfen, damit die Aurora-Bomber schon mal weg sind. Dann Strategiezentrum raus. Kommt wieder eine Humphy-Armee. Ja, aber da kommt schon ganz schön was gegen. Da kommt wieder das Gigantentreffen hier zwischen den beiden, zwischen Don Bilbo und Mentaron. Richtig spannend, das Match. Wenn die beiden kämpfen, 2-3 Explosivbikes, dann noch auf die Humphys rauf. Oh, warte, Schweine. Auf. Ja, und an. Boom. Episch. Aber nichts passiert. 1 HP. Oh. Das sind die Bikes. Wie gerufen, so haben sie erhalten. Oh, die Partikelkanone hat gerade losgelegt. Was das für ein Moment? Ja. Und da legt sie, was das für Timing. Rechtzeitig kaputt gegangen. Was für ein Timing, ey. Klasse. Eieieiei, spannende Kiste. Ganz, ganz großes Kino, was die beiden uns hier bieten. Nach der Runde bitte ordentlich GGs in den Chat, ja? Und die Humphys greifen wieder an. Er kommt durch, nimmt die Armee komplett raus. Oh oh, das ist nicht gut.
Tunnelsystem weggesnackt. Waffenfabrik nimmt er auch raus. Aber guck dir das mal an, wie schnell. Eieieiei. Und die sind sogar teilweise besetzt. Oh. Wenn er jetzt den Humphys noch ein paar Kampfdrohnen gibt für Reparatur, dann wäre das eine super starke Armee. Auf jeden Fall. Und da kommen die Bikes, da kommen sie. Oh, jetzt gerade. Nein, alle aufeinander. Oh, das war übel. Da war er noch woanders beschäftigt in dem Moment. Schade. Oh, guck mal, da gibt's wieder Liebe. Oh, einmal Liebe für den Edge Crusher. Bin noch nicht lange dabei, aber ihr kommentiert das echt mega lustig zuzusehen. Das Dankeschön. Freut uns. Edge Crusher, Liebe geht raus. Oh, da kommen die Skorpione. Stechen sie zu. Und die Aurora. Oh, die Aurora wieder. Da. Bronze. Ratzmarkt raus. Und er wehrt nochmal die Humphi-Armee ab. Ich glaube es nicht. Er wehrt sie ab. Ja. Er portet seine Rebellen dahin. Wow. Sehr gut gemacht. Also was für also ein krasses Match bei denen. Oh, guck mal, der Aurora-Bomber hier. Die als hätte er keinen Sprint nicht mehr. Guckt euch das mal wieder langsam. Guckt euch das an. Oh, die Mutter aller Bomben ging gerade bei Don Bilbo ins Lager rein. Was? Oh, nicht gesehen. Mann. Du hast nicht viel weggeflogen, nur verdammt beschädigt. Verdammt. Nicht gesehen. Mensch. Da war gerade zu viel Action. Ja, zu viel. Und da ist wieder der Horrorbomber. Der hat aber ein bisschen mehr Sprit im Tank. Die E-Flieger, die so langsam waren. Ja. Erfolg, raus. Ja, er nimmt jetzt raus. Ganz gezielt die Kohle raus von Don. Er hat zwar noch 5000, Mentaron selber nur noch 1000. Was wird sich gleich ändern? Komm, Blechbubi, tanz mal. Oh ja, hier, guckt euch das mal an. Vielen Dank für eure ganzen Verlaufs, meine Lieben. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und es geht hier weiter im spannenden Spiel Don Bilbo gegen Mentaron. Und Don Bilbo geht jetzt zum Konter, weil er hat gemerkt, er kriegt hier ziemlich einen eingeschenkt jetzt unten rechts. Deswegen muss er jetzt aktiv werden. Oh. Und Aurora-Bomber runter. Don Bilbo, 223 zerstörte Einheiten. Mentaron 254. Kein großer Unterschied. Komm, Blechbubi, tanz mal. Don Bilbo hat noch 25 Einheiten. Mentaron 58. Mentaron ist hier finanziell klar im Vorteil. Der hat nämlich 7 Abwurfzonen. Das stimmt. Jetzt müssen wir aber mal gucken. Ja, da kommt sie an. Keine Dingerstellung unterwegs. Die das abkommen können. Und die kommt von oben geflogen, ist gut. Don Bilbo hat nur noch 2 Schwarzmärkte. Das sieht nicht gut aus. Er versucht es dennoch. Schickt die ganzen Einheiten so weit nach vorne, dass er vielleicht dennoch mal so mit Druck ausüben kann. Problem, hier stehen halt viele Patriots. Jetzt kommt noch eine Tomahawk. Und die haben dies. Und die Warzenschweine. Eins ist übrig geblieben. Wohin? Bleib dran. Ihr habt gesehen, gerade die Buggys im Hintergrund schon wieder am Fahren. Weiß ihr, wo das Warzenschwein hinfliegt? Buggys sind gerade interessanter. Na, stürzt er noch ab? Ja, Kommandozentrale. Eieiei, so. Und jetzt schießt er mit der Tomahawk die Armee langsam raus. Partikelkanone. Oh, du musst reagieren. Ja, da muss ein bisschen mehr Reaktionen rein. Aber. Wie lange spielen die beiden schon? Eine Stunde wäre doch schon vorbei, oder? Nee, 36 Minuten erst. 36 Minuten erst? Hätte ich nicht gedacht. Ja, wow. Ja. Und jetzt für die Tomahawks, Wahnsinn. Er nimmt das Feelingsgeschütz oben raus. Jetzt reagiert er oben und sein Lager wird von 3 Tomahawks unter Druck gesetzt. Richtig, da war ich nämlich eben auch und das sieht nicht gut aus. Zwar haben wir die Stinger-Stellung noch, aber die kommen hier langsam durch. Und da sind die, guck mal, die Buggies würden, ein Buggy würde reichen, dann hätte er die 3 hier raus. Direkt mal hinschicken. Wäre eine Option. Ja, müsst ihr jetzt machen. Weil die stehen nämlich eng zusammen. Jetzt müsst ihr wirklich ein Bike nehmen. Ah, würde er reagieren? Nee. Die Bikes fahren nach unten links. Ich habe keine Ahnung, was er vorhat. War schon Wahnsinn. Und jetzt siehst du, nach und nach Erfolg. Sag ich, also kommt immer ein bisschen durch.
Und immer noch keine Buggies auf dem Weg. Alle nach unten links. Und jetzt drei Buggies auf einmal. Ronz. Multikill. Monsterkill. Weg ist er? Ich hab Beauty gespielt. Ja, ich sag ja, wir müssen das unbedingt nochmal zocken. Hier, drop. Hier links die Cyborgs. Oh. Unten. Oh, 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 oh. Gehen sie raus, schaffen sie. Amentaron reagiert gut. Energie hat er keine. Rampage! Jawohl. Alle rausgenommen. Ja, raus. Ja, gerettet. Ja, es wird hier sehr, sehr eng. Sehr, sehr eng hier für den Don Bilbo. Aber interessant ist, dass er gerade unten links alle Buggies sammelt. Und jetzt, habt ihr gehört? Sie fahren hier auf dem Weg nach oben. Jetzt kommen sie. Ja, ja, mal sehen, was er vorhat. Achtung aber, wir bleiben mal eben bei den Aurora-Bombern. Kommandozentrale. Ja, sehr wahrscheinlich. Jupp. Ui. Oh. Die wievielte Kommandozentrale war das jetzt in diesem Spiel? Ich hab nicht mitgezählt. Ach. Das waren schon viele, ne? Ja. Und seine Buggies werden abgewehrt. Seine Wie Buggies. Die fliegen so geil. Boom. Boah. Das sieht nicht zurück. Gut aus. Mentaron hat jetzt schon 7000 Ocken. Ja, kommt hier rein. Also Don kriegt hier mächtig Probleme. Hat eigentlich fast gar keine Möglichkeiten jetzt hier. Nee. Ich denke auch, das wird noch so 5 Minuten gehen. Dann ist das Spiel hier vorbei zwischen den beiden, bevor wir zum nächsten kommen. Und er kommt auch nicht mehr in Mentarons Basis rein, ne? Also sehr gut geschützt überall. Das ist das Geile an den Buggies. Dass sie dabei eben so hochkommen, ne? Und da kommen die nächsten. Boah. Aus der Fabrik kriegt er noch raus. Sehr, sehr gut gespielt. Sehr, sehr clever. Leider ein bisschen zu spät, sonst hätte das Match wahrscheinlich ganz anders ausgesehen. Jawohl. Hätte er mit den Bikes auch 3-4 Mal Mentarons Kommandozentrale rausgenommen, wäre das mit den Warzenschweinen, da kommt die Mutter aller Bomben, wäre das gar nicht so weit gekommen. Und da kommt sie. Sie fliegt bei Don Bilbo. Ah, ah, und ah, ah, ah. Oh. Strike. Und nochmal die Warzenschweine hinterher. Und der Palast wird rausgenommen. Yo, Don. Bilbo. Sie ist besiegt. GG. Was für ein episches Match. Haut mal ein paar GGs in den Chat. Ah, haut mal ein paar GGs hier für die beiden in den Chat. Wir holen uns die rein hier und dann können sie uns berichten, wie sie das Spiel empfunden haben und wie legendär sie es auch gespielt haben. Legendär. Euer Spiel ist so durch die Decke gegangen. Legendär. Wow. Einfach wow. Wir wollen mehr davon sehen. Bitte nicht, ich hasse den Superwaffengeneral. 350 Zuschauer gucken geradezu auf allen Plattformen und haben dieses legendäre Spiel zwischen euch beiden gesehen. Absolut Wahnsinn. Das Hallo, 350 Leute. Ja, eine Menge. Ganz großes Kino. War mega, muss ich echt sagen, Hammer. Also das war mega spannend. Also Ricky und ich hatten richtig Spaß, das hier zu moderieren, weil das einfach permanent hin und her ging. Richtig, richtig spannend. Ey, locker. Richtig gut. Also sowas. Grade, es war leckfrei. Es war leckfrei, ja, ja. Es ist schon mehrmals. Es läuft wunderbar. Und das live. Liebe Leute, wir haben Come and Conquer hier live. CNC Zero Hour. Das ist ein Live-Spiel, was ihr hier seht. Keine Aufzeichnung. Nicht, dass ich selber spiele. Mein sind Spieler. Nein. Das ist ein Preseason-Spiel hier von Zero Hour. Also, wenn ihr Bock habt und mitmachen wollt, kommt gerne bei uns auf den Discord-Server. Den Link findet ihr in der Bio bei TikTok oder auf Twitch oder auf YouTube. Ansonsten gerne auf meine Website gehen, www.katastrophelp.com. Ihr seid herzlich eingeladen, hier mitzuspielen. So, ihr beiden. Ja, was soll ich sagen? Mega. Einfach mega. War richtig gut. Klasse gewesen. Das hat so Spaß gemacht. Echt. Ganz groß. Ich hab schon direkt bei Minute 6,5, als der erste Aurora Alpha Land geflogen ist, nur noch abgekürzt. Weil es ist einfach, ja. Man kann nichts mehr machen. Und man hat ja am Anfang gesehen, hat direkt die Kommandozentrale 3 oder 4 Mal rausgenommen. Und du hast halt einfach keinerlei Verteidigungsmöglichkeit dagegen.
Gegen alles andere gibt's immer noch so eine Kleinigkeit, die man machen kann. Raketenbuggies kann man abschießen auf dem Weg oder sowas. Scud-Raketen, Tomahawks, das ist alles über Abwehreinrichtungen abschießbar. Aber diese Aurora-Bombe, man kann halt einfach nichts gegen machen. Es stimmt, Don, aber was hättest du machen können? Du hättest zum Beispiel, wenn die ihre Bombe geworfen haben, hättest du die schön auf dem Rückflug abfangen können. Ich hab sie alle abgefangen auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg sind die alle gestorben. Ich hab ohne Ende abgeschossen von den Dingern. Das ist absolut spitze. Und was du auch noch in meinen Augen eher machen hättest können, die Explosivbikes. Mit denen hast du zu spät angefangen. Damit hättest du nämlich richtig schön links, von unten links rein hochfahren können, über die Berge, wie du es dann am Ende gemacht hast. Und zack, seine Kommandozentrale raus. Dann hätte er keine Warzenschweine mehr gehabt. Dann hätte er kein Spectre mehr gehabt. Dann hätte er keine Mutter aller Bomben mehr gehabt. Ja, die habe ich gar nicht, so stark bemerkt, weil die habe ich größtenteils abgeschossen, bis auf jetzt am Ende das Spectre, was mir noch die Schwarzmärkte rausgenommen hat. Aber ja. Ich spiele den TNT-General eher so, dass ich die Hinterhalte nutze und die dann einfach sprenge. Aber beim ersten Mal, als ich es hingemacht habe, habe ich übersehen, dass ich im Palast das Upgrade noch nicht fertig hatte und habe dadurch den ersten verschwendet. Ach, okay. Und dann hat er halt darauf reagiert und halt die ganze Zeit die Kommandozentrale rausgenommen. Das hat mich aus dem Konzept geworfen. Ja, der hat dich richtig unter Druck gesetzt, das stimmt, aber du hast dich hammermäßig gewehrt. Ich denke, wenn du mehr Buggies gebaut hättest, oder Bikes, meine ich, hättest du ihn auch richtig unter Druck setzen können. Flugfelder raus, Kommandozentrale raus und dann deine kleinen Rebellen da rein porten. Ja, ich habe ja auch zwei oder dreimal versucht, alles zu übernehmen, aber da hat er dann zu schnell reagiert und die Leute überfahren und dann verkauft. Sonst hätte ich die Partikelkanone das eine Mal gekriegt. Ja. Als Tipp noch,